Hallo zusammen. Hallo. Wir haben in der letzten Zeit ein paar E-Mails und Kommentare erhalten auf unsere Videos, wo angeregt wurde, dass wir mal unsere Trikes vorstellen, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, wie die Technik grob aussieht und so weiter. Da machen wir jetzt eine kleinere Serie drüber von Videos, wir wissen noch nicht wie viel, wo wir einfach mal die verschiedenen Aspekte der Liegeräte aufzeigen wollen, auch Verkehrssicherheit, ja, Transport und so weiter. Ja, und damit fangen wir heute an. Welche grundlegenden Bautypen von Liegeradtrikes gibt es? Auf der einen Seite gibt es Tadpoles, die haben vorne zwei und hinten ein Rad. Und auf der anderen Seite Delta-Trikes, die umgekehrt eben ein Rad vorne und zwei hinten haben. Bei Tadpoles erfolgt der Antrieb über eine Kette, angetrieben wird das Hinterrad, also die Vorderräder werden nicht angetrieben. Und es gibt auch einen Hersteller in den USA, Triatrikes, die auch Riemenantrieb anbieten. Bei allen anderen ist das bauartbedingt nicht möglich. Der Fahrer sitzt in etwa mittig zwischen den drei Rädern. Das heißt, das Gewicht verteilt sich relativ gut auf alle drei Räder. Lediglich, wenn Gepäck zugeladen wird, das ist der Gepäckträger eben hinten, da ist dann das Gewicht des Gepäcks auf dem Hinterrad. Die Sitzhöhe ist sehr variabel. Es gibt Tieflieger, die entsprechend aerodynamisch sind, da liegt man dann eben sehr flach. Und es gibt Trikes, wo man einfach höher sitzt und eine bessere Übersicht hat. Und eben gerade bei älteren Menschen ist das wichtig, die da auch leichter aus dem Sitz herauskommen bzw. sich hinsetzen können. Es werden Räder verwendet bis zu 26 Zoll. Gängig sind 20 und 26 Zoll Räder. Zum Beispiel drei Räder mit 20 Zoll, vorne zwei Räder 20 Zoll, hinten eins mit 26 Zoll und eben drei 26 Zoll Räder. Auf die Vor- und Nachteile der jeweiligen Radgrößen werden wir dann in einem späteren Video eingehen. Unsere Tadpole Trikes sind der HP Velotechnik Gecko FX und das Azub Tiefly X. Nun zu Delta Trikes. Delta Trikes haben, wie gesagt, vorne ein und hinten zwei Räder. Der Antrieb erfolgt zunächst mal standardmäßig über ein Hinterrad. Es gibt eine Zusatztechnologie, die sich Differential nennt. Und über diese können dann eben auch beide Hinterräder angetrieben werden. Verwendet werden Räder bis zu 20 Zoll, also uns ist nicht bekannt, dass es 26 Zoll Delta Trikes gibt. Das Fahrergewicht ist anders als beim Tadpole nicht mittig angeordnet, sondern liegt überwiegend auf den beiden Hinterrädern. Bei Delta Trikes kann man im Gegensatz zu Tadpoles Frontroller, also Radtaschen, anbringen. Sofern man keine Federung vorne hat, hat man vorne eine Vorderradfederung, funktioniert das nicht mehr. Die Sitzhöhe ist vergleichsweise hoch, also ist tendenziell höher als beim Tadpole. Man kann auch nicht so viel tiefer sitzen. Unser Delta Trike ist ein Hase Kettwiesel Evo Steps. So, das war es mal für heute mit dieser ersten Einführung. Im nächsten Video werden wir etwas weiter ins Detail gehen. Dieses Video wird voraussichtlich in einer Woche kommen. Ja, bis dann.